Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Und was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, wir haben Geburtstag gefeiert. Oder so. Oder nee, ich habe meinen Auftrag abgeschlossen und so. Und ich glaube, wir haben, naja, wie dem auch sei, die Kleine ist jetzt ein Kleinkind. Und hat schon die Bewegung auf 3. Das ist doch eigentlich richtig gut, ne? Wir haben einen neuen Auftrag, den wir dann heute bearbeiten können. Und unsere Davina, die ist wohl sehr verspielt und hat immer noch das Karnevalsoutfit an. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, dass sie sich umzieht oder so. Aber ihr steht, sie kann es tragen. Was soll's, ne? Und hier können wir uns mal um den Garrus kümmern. Unseren Kater. Also, ich finde den echt knuffig und ich bin echt froh, dass wir den nur hier als einziges Haustier haben. Und was hast du? Wie wär's, wenn du vielleicht mal die Schüssel leer machen würdest? Weil das ist altes Essen. Und das muss ja nicht sein. Und dann können wir Frisches nochmal auffüllen. Und dann, ja. Ich wollte ja eigentlich auch, ich glaube, ja, ich habe ja auch den Pool hier aufgebaut. Und an sich wollte ich ja sowieso mal dieses Haus überarbeiten. Aber ja, mal schauen. Und du, wie willst du? Ah, Zweierschülerin, okay. Das heißt, wir müssen uns wieder mal darum kümmern, dass wir die Fähigkeiten hier hochbekommen, dass die kleine Maus hier, die Beth, auf jeden Fall das Töpfchen beherrscht und alles Mögliche. Also, ja. Wie sehen denn eure Bedürfnisse aus? Wie wäre es, wenn ihr mal was essen würdet? Sowieso ziemlich spät, ne? Schon 7 Uhr früh und der Schulbus kommt dann auch bald. Kleine darf noch ein bisschen schlafen. So. Dann können wir mal einen koketten Witz machen. Und flirten. Und tiefgründige Unterhaltung können wir auch mal machen. Musst du heute eigentlich nicht arbeiten? Ah, doch, in einer halben Stunde. Stimmt, du wurdest auch befördert, ne? Ach, finde ich einfach toll, dass das so gut mit denen funktioniert. Da weiß ich auch, das ist einfach das, was halt so stimmt, ne? Das ist einfach fantastisch, finde ich. Wir haben sich gesucht und gefunden. In einer Stunde hat Emily ihren Auftrag. Da werden wir natürlich auch hingehen. Zuerst sollten wir aber auch noch gucken, dass wir auf die Toilette gehen. Du gehst zur Grundschule. Die Davina ist schon fleißig am Arbeiten. Die Kleine ist am Schlafen. Und du gehst jetzt noch auf die Toilette, damit wir das nicht schon wieder bei unseren Kunden machen müssen. Dann geht's noch schnell unter die Dusche. Und dann geht's auch schon los, ne? Was? Zusammen kochen mit Jenna? Warum? Warum sollte ich am Waschbecken mit Jenna kochen? Ach ja. Ich wüsste jetzt zu gerne, was das da oben jetzt gewesen ist. Deswegen werde ich gleich mal pausieren. Der Wassereinsparungstag hat nun in Übereinstimmung mit dem Aktionsplan Wassereinspannung begonnen. Och nö. Wasser wird abgestellt. Okay, ich denke mal, wir werden das verkraften können. Ui, sieht das hier schön aus. Was sollen wir denn hier bitte renovieren? Was war denn das nochmal?
Auftrag Zimmerrenovierung. So. Oh Gott, wir können was im Bad machen. Das ist ja voll. Es ist. Okay, ich gucke mich jetzt erstmal um. Also, Kinderzimmer. Ach, wir sind bei dem, bei den Goths, oder? Goths? Nee. Ah, das eine Zimmer, was ich verkackt habe. War das nicht hier? Oder war das tatsächlich woanders? Ich glaube, das war dann doch woanders. Oh Mann, ihr habt ja Badezimmer. Das ist ja richtig langweilig. Was ist das für ein Zimmer? Durchgang mit Schlafzimmer. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, hier müssen wir was machen. Wir müssen das Schlafzimmer mal gescheit abtrennen. Dann wird das halt hier einen Flur. Und das hier ist doch auch unnötig, oder? Was ist denn das für ein... Also ich weiß, welches Zimmer dran kommt. Ich dachte eigentlich das Bad. Aber ich denke mal, wir werden oben das Schlafzimmer machen müssen. Die haben ja sogar eine unterste Etage. Geil ist das denn, bitte? Nee, aber wem gehört denn das Schlafzimmer hier oben? Also wer schläft denn hier? Du? Ist das dein Zimmer? Hugo? Weil ich denke mal nicht, dass das das Elternschlafzimmer ist, oder? Das wird doch auch nicht das hier sein. Das ist auch nicht, wie viele Leute wohnen hier. Oder vielleicht ist es das doch. Na gut, ich denke mal, wir werden uns mal mit dem hier oben auseinandersetzen. Und einfach mal nachfragen, was denn da so der Trend ist. So, dann werden wir doch mal gleich mal über Deko-Trends reden müssen. Aber das hier muss gemacht werden. Also so blöd mir auch das Bad da unten nicht passt, aber der Raum geht gar nicht. Ich finde, dass man nie in einem Durchgangszimmer irgendwie schlafen sollte. So, direkt zwei Sachen. Mag mixen, mag stricken. Was soll denn das für ein Scheiß sein? Nach Lieblingsdesign fragen. Dann werde ich wieder Basics nehmen. Ihr seid selber dran schuld, wenn ihr nicht irgendwie mal Klartext hier redet. Dann werde ich auch gleich mal nach einer anderen Farbe fragen. Was hast du? Mark Robotik. Leute. Also wie soll ich denn so arbeiten? Kann ich irgendwie... Ich kann die aber nicht irgendwie überzeugen, mir andere Sachen hier zu dingsen. Also ich muss tatsächlich gucken, was die hier für einen Stil haben. Ich bleib dann auch bei dem Stil wahrscheinlich. Damit das dann nachher auch in die Bude reinpasst. Aber das muss geändert werden. Guck mal, die kommen hier hoch. Wobei... Das ist ja kein Durchgangszimmer. Das ist ja der eigene Flur von dem Zimmer. Das ist der Flur. Und dann kommen die hier rein. Der hat ein edles Bad. Aber man kann das hier doch gemütlicher machen, oder? Und warum können hier alle naslang irgendwelche Leute rein? Oh je. Ich weiß nicht. Das ganze Haus müsste eigentlich mal grundrenoviert werden. Elendgroße Badezimmer. Aber wenn man reinkommt, da kann man sich ja fast verlaufen. Dass die Kinder sind irgendwie besser eingerichtet als das hier. Das ist doch viel zu groß. Also,
Und außerdem könnte man hier den begehbaren Kleiderschrank machen. Dann könnte man da ein bisschen... Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das am dümmsten machen soll. Ich denke mal, wir werden jetzt die Kunden mal wegschicken. Ich gehe jetzt, damit du anfangen kannst. Bis später. Ja. Dann müssen wir auf jeden Fall Möbel... Also, das Zimmer müssen wir ordentlicher machen. So, und diesmal mache ich auch vorher Fotos. Und zwar von dem Kram. Also, das kann man doch schöner machen, oder? So, hier. Und hier ist hier. Also... Ja, unmöglich. Sollen wir das Bad auch gleich mal mitmachen? Wobei, hier kann man auch nicht mehr viel helfen. So, nochmal eins von hier. Ah, das wird richtig gut, ne? Weil ich nicht weiß, weil ich mit den Sachen, weißt du, mixen, weißt du, gut, er könnte eine Bar reinkriegen. Robotik. Ich glaube nicht, dass der Interesse hat an der Werkbank. Also, ich finde es ja geil. Ich kann da draufklicken. Keine neuen Bodenfliesen erlaubt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir... Oi. Dass wir das in den Griff kriegen, ne? Wie gut, dass du dass die überall denselben Kack drin haben. Dann muss ich hier mal ein bisschen kurz umstellen. Ich darf das nicht machen, ne? Ich darf keine Wände, darf ich anscheinend nicht ziehen, ne? Oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Wieso kann ich die Wand dann wegmachen? Das haben die sich bestimmt auch so vorgestellt. Wieso kann ich es nicht rückgängig machen? Weißt du, ich darf nichts ändern. Warum sagt mir das dann nicht gleich hier, geht nicht, kannst du nicht. Das ist doch jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen. Okay. Das ist jetzt blöd, ne? Das heißt, ich muss hier... Das ist doch jetzt scheiße. Das ist genau wie mit dem einen Bad, was ich aus Versehen... Ich kann das hier nicht... Also, wer sich den Scheiß hier... Also, das kann ja wohl nicht sein, dass ich Wände wegschmeißen kann, entfernen kann und dann aber nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist doch voll der Scheiß. Er macht mir einfach die Wand nicht mehr hin, obwohl die da eigentlich hin sollte. Dann. Super. Dann müssen wir das wohl irgendwie ändern. Dann wird das halt ein Großzimmer oder so. Weiß nicht, dann muss ich halt mal gucken, dass ich hier das Bücherregal braucht kein Mensch. Ich denke mal, der Scheiß fliegt jetzt auch mal raus. Das da brauchen die eh nicht. Wir brauchen nicht zigtausend. Wobei, das war eigentlich schöner, ne? Als das andere. So, Kommode für den kleinen Mann oder wer auch immer hier das Zimmer eigentlich hatte. Alles klar.
So. Und eigentlich wollte ich, naja, gut, dann kommt der. Der Schrank kann da nicht hin, super. Habe ich richtig gut hingekriegt. So. Möbel. Einfach unglaublich. Konnte mir das jetzt schon wieder passieren, ne? Alles anzeigen. Stil, Basics. Gibt's irgendwie einen Raumteiler? Immer. Was soll das? Raumteiler? Genau. Dann muss ich halt in Deko gucken, wahrscheinlich. Da, guck mal. Da war eben ein interessantes Stück. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Oh Mann. Da habe ich mir nur dabei gedacht. Dann gibt es halt einen Blumenraumteiler. Gibt's denn auch in Braun? Genau. Dann fällt das doch eigentlich gar nicht mehr auf. Dann machen wir hier mal ein paar Stück hin. Wie wäre es, wenn ich... Weiß gar nicht, wie wird das... Weil dann kann ich den nämlich da, nämlich direkt dran. Hat bestimmt auch noch keiner gehabt. Was? Wände? Wir brauchen keine Wände. Einfach der Wahnsinn, was ich hier getrieben habe. Oder ich müsste hier dran gehen. Einfach unglaublich. Ich bin mal gespannt, wie die da drauf reagieren, ne? Finden das bestimmt alle ganz klasse. Ich finde das selber ja so faszinierend. Ja, und dann passt hier, kann ich hier nicht gescheit abschließen. Und halt das, der kommt dahin. Der kommt dahin. Und in die Mitte wollte ich eigentlich. Warte mal, ich muss mal. Nie wieder versuchen, irgendwie die Wand zu entfernen, ne? Das geht nie gut. Ich totaler Schmarrn hier. Dann gib mir mal das Bild hier rüber. Das hängt ja sowieso an der Wand viel besser. Und dann wollte ich eine Bar da hinstellen. Und zwar diesen. Da passt auch der. Der Globus hier hin.
Warte mal, gibt es das auch in einer anderen Farbe? Nö, einfach so. Okay. Aber wir können eine andere Wandfarbe nehmen oder einen anderen Wandstil oder so. Ich weiß es nicht. Was soll das für eine Wand sein? Die hier. Die würde es auch in Weiß geben, ne? Dann könnte ich das Zimmer auch ein bisschen heller wirken lassen. Oh Mann. Es wird jetzt schon nichts. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Mann. Da hat ja gar keiner mehr Ruhe. So, wofür braucht der hier eigentlich die Kacke hier? Könnte man auch neben den Schrank stellen, wenn das da überhaupt hingeht. Warte mal, wir haben doch diese super diese Schränke. Gehören die nicht zu Basic, sondern modern, ne? Und ich sehe schon, dass ich eigentlich einen Cut machen müsste. Habe ich wirklich gut hin. Ich könnte das auch als Raumteil annehmen. Aber das sieht man doch alles durch. Und wie kriege ich es hin, dass ich um die Ecke komme? Das ginge natürlich auch. Warte mal. Dann machen wir die Kacke doch wieder weg. Dann machen wir hier so ein Regal hin. Weiß nicht, ob das nach was aussieht. Aber wir könnten eigentlich. Das Regal geht da leider nicht zweimal hin. Schade. Und was soll ich da dann sonst hinstellen? Garderobe, genau. Das sieht wunderschön aus. Also ich wünschte, ich könnte das komplett rückgängig machen, dass ich da die Wand rausgenommen habe. Aber das geht halt einfach nicht. Ja, eine Vitrine. Der beste Raumteiler ever. Blümchen. Die sahen doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann kann man da noch einen hindrücken. Guck mal. Und dann kann man da Dings hinstellen, da kann man sich dann das angucken. Wow, oder? Also die Ecke ist doch viel schöner da. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze hier noch retten kann. Aber ja, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es mal wieder heißt, wir machen Blödsinn und räumen anderen die Wände aus. Und ja, bis dahin, habt einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.